An diesem Dienstag legt also Notenbankchef Jerome Powell seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat ab, morgen dann vor dem Repräsentantenhaus. Viel Neues dürfte es eigentlich nicht geben. Er hat ja erst letzte Woche bei der Sintra-Konferenz der EZB gesprochen. Also Chance, Risiko in Sachen Inflation und Wachstum in einem besseren Gleichgewicht. Der Weg zu einer niedrigeren Inflation wieder eingeleitet. Und das Signal an die Märkte ist, naht eine Zinssenkung. 80% Wahrscheinlichkeit einer Senkung bei der September-Tagung. Ansonsten fokussieren wir uns vor allen Dingen auf die Investmentstrategen. Immer mehr mahnende Stimmen. BTIG hatte gestern gemahnt, dass die sehr dünne Marktbreite im Frühling 98 zu einer Korrektur führte. Wir könnten in diesem Jahr eine Wiederholung sehen. Morgan Stanleys Dauerbär Mike Wilson sagt, Anleger sollen sich auf eine 10% Korrektur einstellen. Und die Citigroup rät dazu, bei den Aktien der KI-Überflieger ein paar Gewinne mitzunehmen. Die Bewertungen und die Rallye bei einigen dieser Werten seien mittlerweile zu atemberaubend. Gleichzeitig aber steigen die Kursziele in dem Sektor weiter. Die KeyBank schraubt das Kursziel für Nvidia, für Qualcomm und für Marvel Technology an diesem Dienstag nach oben. An diesem Dienstag legt US-Notenbankchef Jerome Powell also seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat ab. Morgen dann vor dem Repräsentantenhaus und die Aussagen dürften der Sintra-Konferenz der EZB der vergangenen Woche sehr stark ähneln. Also die Pause Richtung Disinflation ist aufgehoben. Es geht wieder bergab mit den Inflationsraten. Wir sehen ein besseres Gleichgewicht zwischen Inflation und Wachstum. Wir brauchen mehr Indizien, bevor die Zinsen gesenkt werden. Aber letztendlich gesehen werden wir die auch bekommen. Bis zur September-Tagung der Markt preist eine rund 80% Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September ein. Also ja, es wird mit Spannung erwartet, was Powell sagt. Aber Fazit ist, er wird zumindest mal nicht viel Neues sagen, was dem Markt nicht schon längst bekannt ist. Und damit kommen wir mal auf das Big Picture. Wir sehen immer mehr Investmentstrategen, die vor einer Korrektur warnen. Gestern hatte Oppenheimer noch das Jahresendziel für den S&P auf 5.900 angehoben. BTIG wies gestern darauf hin, dass die kumulierte Advanced Decline Linie, was ist das? Das ist quasi die Anzahl der steigenden und die Anzahl der sinkenden Aktien im S&P 500. Und wir sehen eine ähnliche Entwicklung wie im Frühling 1998. Wenn wir uns den Chart hier mal anschauen, unten quasi die Advanced Decline Linie, die im Mai 98 einen Top erreichte. Der S&P selber stieg aber weiter mit Rekorden. Zwei Monate später dann aber die Quittung. Der S&P verlor damals rund 22%. Das Szenario, so BTIG, erinnere an das aktuelle Umfeld. Dauerbär Mike Wilson von Morgan Stanley sagt, nur 25% Wahrscheinlichkeit, dass der S&P zum Jahresende auf oder über dem aktuellen Niveau endet. Anleger sollen sich auf eine 10% Korrektur vor den Wahlen einstellen. Unsicherheit im Umfeld der Wahlen dürfte zunehmen und Unsicherheit auch, ob die Unternehmen ihre Gewinnziele tatsächlich einhalten und übertreffen können. Die Messlatte ist im Vergleich zu dem ersten Quartal deutlich höher. Die Citigroup mahnt, dass man insgesamt bei den AI-Werten noch nicht von einer Spekulationsblase sprechen könne. Wie dem auch sei, sei manche Rallye in diesem Sektor doch atemberaubend und einige Anleger seien gut beraten, die Gewinne bei einigen dieser Werte zu realisieren, um sich auf mehr Volatilität einzustellen. Also der ein oder andere Unkenrufen, ich meine, Mike Wilson ist seit aller Ewigkeit bearish, hat ja nun auch seinen Posten als Chefinvestmentstratege von Morgan Stanley verloren. Marco Kolanovic übrigens wird seinen Hut bei JP Morgan nehmen. Der ist auch kontinuierlich bearish gewesen. Ich meine, es ist nicht gerade karrierefördernd, in einem guten, soliden Bullenmarkt immer wieder zu sagen, Untergewichten, Untergewichten, Untergewichten. Irgendwann musst du dich selber untergewichten und short gehen. Und das ist der Fall. Jetzt ist er also weg. Ansonsten, interessanterweise, während quasi die Investmentstrategen, die das große Bild vor Augen haben,
skeptisch werden, sind die Analysten, die auf Einzelwerte blicken, immer noch überwiegend bullish im KI-Sektor. Die Bank of America empfiehlt Apple heute zum Kauf mit einem Kursziel von $230. Das Wachstum im App Store dürfte überraschen. Piper Sandler stuft Apple auf neutral ein, nach wie vor. Aber das Kursziel steigt von 190 auf $225. Wir haben die KeyBank, die senken das Kursziel von AMD, aber immer noch auf sehr hohe $220 und man bleibt bei Übergewichten. Wir haben Corning gestern mit guten Zahlen gehabt, ein Pre-Announcement. Hier steigt das Kursziel bei der Bank of America heute auf 47 und die KeyBank hat ein ganzes Geschwader an positiven Kommentaren. Hier steigen die Kursziele für Marvell Technology auf $95, die Kursziele von Nvidia auf $180, kein Nachfrageeinbruch, obwohl Blackwell im zweiten Halbjahr eingeführt wird. Die Nachfrage für die H100-Grafikprozessoren ist ungebrochen robust. Und bei Qualcomm steigt das Kursziel auf 225, auch bei der KeyBank. Also überall buy, 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 buy. Und gestern waren es dann auch die KI-Werte, die den Markt nach oben geführt haben. Rande bemerkt, die Aktien von Tesla haben jetzt in einem Monat über 43% Kursanstieg. Rivian und Lucid waren gestern auch im Plus, nachdem Lucid ganz gute Absatzzahlen gemeldet hat. Die Kreuzfahrtgesellschaften waren gestern auch solide im Plus. Warum? Man hatte Angst, dass Beryl, der Hurricane, größeren Schaden anrichten würde. Aber der Schaden hat sich in Grenzen gehalten. Und gestern hatte sich das Brokerhaus Stifel zu dem Sektor positiv geäußert. Man sieht steigende Buchungen nach wie vor, die Auslastung hoch, die Margen mit Aufwind. Ich bleibe mal bei den Einzelwerten. Boeing, ja, bei einer United-Maschine nach dem Start in Los Angeles ist ein Rad abgefallen. Herzlichen Glückwunsch. Das Thema Boeing geht also weiter. Und obgleich die Einigung mit dem Justizministerium, also dass man sich für schuldig erklärt, strafrechtlich, und eine Zahlung leistet, damit wird zumindest mal ein Unsicherheitsfaktor aus dem Weg geräumt. Und die Tatsache, dass man Spirit Aero Systems übernommen hat und übernimmt, auch dadurch einen Unsicherheitsfaktor weniger. Jetzt ist nur noch die Frage, wer CEO bei Boeing wird. Nike, negative Schlagzeilen in den Medien. Wir haben einen negativen Bericht bei Bloomberg. Man holt jetzt Top-Manager zurück, die im Ruhestand sind, um den Schaden wiederherzustellen, das Verhältnis mit den Einzelhändlern wieder zu verbessern. Und CNBC betont einmal mehr, dass Konsumenten auf die Bremse treten. Man sieht es bei Walmart, man sieht es bei Chipotle, gutes Unternehmen, gut geführt. Aber auch hier sieht man Gegenwind aufgrund des wachsenden Frusts, die hohen Preise. Das wird letztendlich gesehen, auch Joe Biden in den Wahlen wohl das Wahlergebnis kosten, mal abgesehen davon, dass diese ganze Debatte um ihn, bleibt er jetzt auf dem Ticket für die Präsidentschaftswahl oder nicht, das ist natürlich alles kontraproduktiv und erstaunlich, wie ruhig Donald Trump ist und man hört eigentlich gar nichts dazu, ist auch eigentlich der richtige Move, immer schön ruhig bleiben. Wenn sich die Demokraten selbst demontieren, spielt das natürlich in die Karten der Republikaner. Man merkt in den Debatten, der Arzt von Biden meldet sich zu Wort und sagt, er wird ja gar nicht behandelt, mal abgesehen von den normalen medizinischen üblichen Tests. Und dann haben wir The Hill, da wird berichtet, dass Adam Smith, ein Demokrat im Repräsentantenhaus, der spricht sich dafür aus, dass Biden nicht mehr antritt. Einige andere Demokraten, unter anderem Schumer, stellen sich dafür hinter Biden. Also die beackern sich selber. Tatsache ist, hört doch einfach auf die Wähler. Die Wahlumfragen zeigen es doch. Also, aber gut, je länger die Demokraten daran festhalten und sich Biden dickköpfig zeigt, umso mehr spielt das in die Karten der Republikaner. Man sieht es jetzt übrigens auch schon an den Einnahmen. Die Wahlkampfeinnahmen von Biden sehen zunehmend Gegenwind. Und je länger dieser Kampf im eigenen Lager anhält, umso wahrscheinlicher wird es, dass Trump nicht nur die Wahl gewinnt, sondern dass die Republikaner einen kompletten Sweep machen und auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat für sich entscheiden. Tja, es bleibt spannend an der Stelle. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.